Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. 38 Anzeigen hat es heute gegen die Klimaaktivisten gegeben, die sich vor Schulen diesmal postiert hatten. Es soll die ganze Woche Störaktionen geben, um auf das Klimawandelthema aufmerksam zu machen. Ist das wirklich die richtige Methode? Und was erwarten wir oder was kann man von der türkis-grünen Regierungsklausur am Dienstag und am Mittwoch erwarten? Und damit schönen guten Abend zu unserem Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Ich fange mit den Klimaaktivisten und Andreas Mölzer an. Jetzt hatte ich ja letzte Woche schon Vertreterinnen von der letzten Generation, wie sie sich nennen, im Studio, und die haben gesagt, es bleibt ihnen nichts anderes möglich, als das zu machen, weil die Regierung würde völlig versagen beim Klimawandelthema. Aber wie sehen Sie das? Helfen die ihrer Sache, wenn die das vor Schulen machen? Naja, ich habe da einen ganz individuellen Zugang. Ne? Ich bin heute von Kärnten nach Wien gefahren. Da brauche ich niemanden, der mich aufmerksam macht, dass es einen Klimawandel gibt, wenn ich durch eine Landschaft fahre im Jänner, die völlig ohne Schnee ist. Ne? Also von Kärnten, Steiermark, Niederösterreich. Mhm. Ne? Da denkt man sich was. Ne? Also dazu brauche ich keine Narreteien. Vor denen habe ich mich nämlich gefürchtet. Ne? Ich habe mir gedacht, wie wird das in Wien sein, wenn da heute alles blockiert ist, steht dann womöglich im Stau, komme nicht zeitgerecht zur Sendung. Ne? Also das ist mein heutiger Zugang. Mhm. Ne? Aber prinzipiell... Sie sind mit dem Auto gefahren? Ja, ich bin mit dem Auto gefahren. Da würden die Kollegen von der letzten Generation fahren. Ja, die lassen mir vielleicht die Luft aus meinem Auto, das kann sein. Dass ja? Das vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass kein Schnee liegt. Ist nicht ganz so einfach. Schauen Sie, ich muss heute hin und zurück fahren. Ja, sagen Sie mal, wie das geht. 11 Stunden im Zug sitzen am Tag. Wie geht das? Es haut nicht hin. Vielleicht geht es mit der Koalmbahn. Wenn die Koalm- und Semmeringbahn fertig ist, dann können Sie es zeitlich ausgehen. Das ist bekannt. Ich weiß, aber das wird halt dauern, ob ich das noch erlebe. Ein ironischer Einwurf. Sie haben ja nicht Unrecht. Ne? Aber schauen Sie, diese Aktionen, ich verstehe es, dass man aufmerksam macht. Ich verstehe es auch, dass man protestiert gegen Untätigkeit oder zu langsam. Ich habe schon elendslang heiz mit einer Wärmepumpe und jetzt habe ich immer auch eine Solargeschichte. Ne? Das dauert unglaublich lang. Da gibt es eine komische Lotterie für die Förderungen. Das ist alles so ein Schwachsinn. Kostet 30.000, 40.000 Euro. Das heißt, bis ich das erinnern habe, rentiert werde ich eh nicht mehr erleben. Ne? Aber man macht es auch fürs Klima und nicht nur. Ne? Aber da ist irrsinnig viel Handlungsbedarf und ich verstehe es auch, wenn man protestiert gegen Säumigkeit, gegen Nicht-Wahrnehmen und. Nur was da geschieht, ist schon merkwürdig. Gell? Wenn man liest, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass irgendwelche US-amerikanischen Milliarden Erben, ne, die ihr Geld oder deren Väter oder Vorväter ihr Geld mit Erdöl und Kohle gemacht haben, dort da das finanzieren, wenn diese Leute Gehälter beziehen oder Entschädigungen. Ich sage, wenn das so ist, relata refero, ne, dann ist das alles merkwürdig. Und Leute zu belästigen, nämlich jetzt Leute, die zur Arbeit fahren oder zur Schule ihre Kinder führen, oder dann zu riskieren, dass die Rettung oder die Feuerwehr nicht durchkommt, und so, das ist ein Schwachsinn. Und ich glaube, dass die eher einen Bärendienst der Sache erweisen, weil sie eher Unwillen erregen wie Zustimmung. Aber stimmt das nicht mit dem Bärendienst? Weil ich kenne sogar Leute, die in der Sache sehr sympathisieren mit den Aktionen der letzten Generation. Das habe ich auch die Martha Grumbeck, die heute auch zu Gast war, gefragt. Und die jetzt sagen, ja, aber das sind Aktionen, auch teilweise durch das, was man in Deutschland gesehen hat, die einfach keine gute Idee sind. Oder siehst du das anders? Siehst du wirklich nur das als Möglichkeit, auf das Thema aufmerksam zu machen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, sozusagen darüber sind wir uns ja, wenn wir uns darüber einig sind, ja, was wir vor einigen Jahren ja noch umstritten war. Ja, da hat es genügend Klimawandelleugner gegeben und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, dass der Andreas Mölzer repräsentativ für die ganze FDP ist. Ja, mag schon sein. Ja, aber jetzt diskutiere ich ja mit ihm. Ja. Wenn wir uns darüber einigen, ja, dass das überhaupt keine Frage mehr ist, dass wir in eine Klimakatastrophe hineingehen, die für die einen auf der Welt schlimmer und für die anderen weniger schlimm sein wird, aber für uns alle in Summe eine sozusagen katastrophale Auswirkung, um mich hier jetzt zu wiederholen, ist. Und dass es hier sozusagen Umsteuern braucht und dass dieses Umsteuern aber viel zu langsam geht. Ja?
wissend auch, dass viel schneller ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr gehen kann, weil, wie Sie richtig sagen, gibt es ja natürlich auch die Sachzwänge, wo nehme ich die Solarzeug her, wo nehme ich die Fachkräfte her und so weiter. Aber dass es hier einfach einen drängenden Druck gibt. Ja? Wenn wir uns darauf einigen, ja, dann können wir uns natürlich die Frage stellen, sind diese Aktionen, die darauf abzielen, den Druck zu erhöhen, um zu deutlich zu machen, wir müssen jetzt ganz schnell unter einen Zahn zulegen, sind die jetzt positiv oder sind sie negativ? Ja, haben sie ihre negativen Implikationen im Sinne, dass sie auch Leute abschrecken, die eigentlich zu den Sympathisanten einer solchen Bewegung gehören? Natürlich ist das der Fall. Auf der anderen Seite ist es in der Geschichte der Protestbewegungen, insbesondere dort, wo sie zivilen Ungehorsam angewendet haben, gar nicht so einfach. Also ich meine, es gibt ja zwei grundlegende Haltungen. Die eine ist sozusagen, dass jede Protestbewegung Mehrheiten gewinnen soll und um Mehrheiten zu gewinnen, muss sie sympathisch für so viele Menschen wie möglich sein. Ja? Auf der anderen Seite müssen sie aber schon, und auch das zeigt die Geschichte, ordentlich nerven, damit diese Mehrheiten in Gang kommen. Ja, also so sicher ist es nicht, dass sozusagen nur die eine Haltung, die Haltung, dass man zu Mehrheiten spricht, möglichst sympathisch ist, niemand ärgert, so viele ins Boot holt wie nur möglich, der Königsweg zu politischen Erfolg ist. Ja, aber da muss ich schon Einspruch erheben. Ziviler Ungehorsam, das klingt schön und gut, aber alles muss im Rahmen des Rechtsstaats stattfinden. Na, ziviler Ungehorsam war nie im Rahmen des Rechtsstaats. Naja, ja, muss es aber sein. Es hilft ja nichts. Gesetzesbruch kann man halt nicht dulden. Ne? Also die Schwarzen, so nur um ein Beispiel auch zu sagen. Auch noch für noch so edle Anliegen. Noch so ein, ja. Nur ein Beispiel. Die Schwarzen in den USA, die sich auf verbotene Sitze im Autobus gesetzt haben, haben gegen geltendes Recht verstoßen. Ja? Aber das da würden wir heute auch nicht mehr sagen, dass das ein Gesetzesbruch alles, war, der was, nicht gerechtfertigt war. Alles, was hinkt, ist kein Vergleich. Ja, das ist genau der richtige Vergleich. Nein, ist es nicht. Es ist keine Gewalt und überschreitet die Grenze. Da komme ich dazu, da haben Sie ja recht. Mit solchen Einschränkungen kann man schon operieren. Aber die Gefahr, dass Grenzen überschritten werden, ne, dass ziviler Ungehorsam zu tendenziell Klimaterrorismus wird. Ne. Na, ich weiß schon, das ist jetzt dramatisch, wenn Sie ein paar mit den Hintern auf die Straßen kleben, dann sage ich nur, das ist ein Vollkoffer. Ne. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie dann ein Einsatzfahrzeug behindern und was weiß ich was und Menschenleben dadurch indirekt zu Schaden kommen, dann wird die Grenze, dann wird es gefährlich. Ne. Und das sind die Dinge, wo, schaut, ich habe kein Verständnis für die Frau Mikl-Leitner, die jetzt laut posaunt, jetzt, die müssen alle ins Kriminal und eingesperrt werden, das wissen wir eh, warum die das jetzt hinaus posaunt. Ne. Es nützt ja aber scheinbar, sie hat 2% zugekriegt. Ne. Also es ist, manchmal denkt man sich, unglaublich. Ne. Wie hat Einstein gesagt, das Universum und die menschliche Dummheit, ne, sind unendlich. Aber wie gesagt, dafür bin ich nicht. Aber es gibt Grenzen, die schon tendenziell überschritten werden, wo es gefährlich wird. Und da muss man sagen, auch Klimaaktivisten haben recht auf Dummheit, Blödheit, das sind für mich Blödheiten. Aber man muss schauen, dass die Grenzen nicht überschritten werden. Zur klar, Schädigung klar. Anderer. Ich meine, wir sind uns ja in diesem Fall leider weitgehend einig, deswegen gibt es wenig Platz für Streitereien. Der Punkt ist nur der, sozusagen junge Menschen haben auch ein Recht darauf, ein bisschen zu überziehen und ein bisschen zu dramatisieren und dass ihnen das Herz übergeht. Das ist immer das Erste. Wesentlich ist, dass daraus nicht eine Spirale der Gewalt, Spirale der Radikalisierung folgt, die irgendwann mal in Gewalt endet. Das ist aber in dem Fall so unwahrscheinlich, dass sich ja sozusagen Pazifisten, sie sind ja sozusagen nicht nur Klimaaktivisten, sondern durch und durch Pazifisten, dass da quasi eine Radikalisierung in die Richtung geht, dass die irgendwann mal dann sozusagen auch Menschenleben angreifen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Sie recht haben. Aber wie schnell Pazifisten zu glühenden Kriegsbefürwortern werden, das sehe ich gerade bei den Grünen und bei den bundesdeutschen Grünen. Ja, das ist der Herr Hofreiter mit seiner Wallenhaber ist der Hauptforderer nach schwersten Waffen und Angriffswaffen für die Ukraine. Also nur als Beispiel, ist ein Exkurs. Nur weil Sie sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wenn ein Land angegriffen wird, ist es ein moralisches Dilemma zu sagen, sollen Sie den nicht verteidigen können und das sollen Sie auch. Lass ich gelten, diesen Einwand von Ihnen. Nur war es ein Beispiel, wie schnell heute aus Pazifisten Bellizisten werden können. Aber gleichzeitig haben wir ja vor ein paar Jahren diese Riesendemos von Greta Thunberg gesehen, die ja Teile der anderen auch aufgeregt haben, aber die viel mehr Sympathien gehabt haben.
bringen die sowas nicht mehr zustande? Oder warum gibt es diese Change of Instrumente? Also ich finde das ja zum Teil wieder auch ganz witzig, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute heute sagen, ja, aber macht das doch wie die Greta Thunberg, die war doch so sympathisch. Die gleichen Leute, die das heute sagen, sind gerade diejenigen, die damals Greta Thunberg verspottet haben und diese Bewegung auch. Also die haben nicht sehr viel anders über die geredet, wie über diejenigen, die jetzt zivilen Ungehorsam machen und damit Gesetze überschreiten. Das ist der erste Punkt, den ich irgendwie zumindest angemerkt haben will. Das zweite ist aus der Perspektive von Bewegungen gesprochen und dieser Generation, die findet oder sieht, dass die Zeit abläuft und viel zu wenig und viel zu langsam gemacht wurde und vielleicht auch jetzt noch gemacht wird, vielleicht ist es jetzt eh nicht mehr so. Aus der Perspektive von denen hat sich so dargestellt, sie haben diese sympathischen Massenbewegungen, Massendemonstrationen gehabt, überall medial gab es Zuspruch, die Zeitungen haben freundlich über sie berichtet, man hat gesagt, sind sie nicht herzig, die Kinder, ja? Nur das Ergebnis war, nix. So, dass du dann in der Logik dazu kommst, zu sagen, naja, aber das hat uns nichts gebracht, müssen wir eine andere Strategie einführen, ist nicht ganz unverständlich, auch wenn ich jetzt sozusagen den Einwand machen würde, nur weil das eine nicht viel gebracht hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das andere mehr gebracht hätte. Ich hätte durchaus die These, dass hätte man sofort mit diesen Arten von zivilen Ungehorsam agiert, es nur weniger gebracht hätte, aber diese Bilanz zieht ja keiner. Ja, jene, die da sagen, dass also damit der Klimawandel um keine Minute aufgehalten wird mit diesen Klebeaktionen, die haben ganz unrecht. Aber ich sehe ein bisschen was anderes auch noch drinnen. Das ist durchaus richtig, was Sie sagen, nichts dagegen. Aber es hat also ein bisschen einen eschatologischen Charakter, das Ganze. Ne? Wenn Sie historisch überlegen, im Jahr 1000, wo man also gesagt hat, jetzt kommt der jüngste Tag und die Posaunen von Jericho und glaube 1666 haben die Puritaner in England und Neuengland zuletzt glaubt, dass die Wiederkehr Christi kommt, ne? Und dass sie nicht mehr viel machen brauchen, weil jetzt kommt eh das jüngste Gericht. Und ein bisschen kommt man das auch für die letzte Generation, dieses apokalyptische, jetzt geht die Welt unter. Ne? Und das hat schon, wie gesagt, es gibt es in der Geistesgeschichte eh oft Europas und des Abendlandes, aber das ist hoch irrational. Und da muss man sagen, die Probleme gibt es, woher sie kommen und wie sie bekämpft werden, da kann man aber schon vielfältig diskutieren. Meines Erachtens ist halt die Überbevölkerung das Hauptinstrument und der Wachstumsfetischismus. Ne? Und da was dagegen zu machen und auf der anderen Seite die menschliche Fähigkeit, Technologien zu entwickeln, die also die Probleme lösen, sollte man nicht unterstützen. Und nicht von den Posaunen von Jericho, die also jeden, der mit dem Hintern auf der Straße klebt, dann ins ewige Leben hinüber transportieren und die anderen dann alle verdammt. Auch hier muss ich leider jetzt wieder mit Ihren eigenen Argumenten kommen, nicht alles, was ich in ein Vergleich, weil schon ein Unterschied ist zwischen eingebildeten apokalyptischen Reitern und einer wissenschaftlich mehr oder weniger prognostizierbaren Zukunft, dass eine Steigerung von 1,5% Grad zum Beispiel vielleicht nicht die ganze Welt auslöschen wird, aber ganz erhebliche Teile der heute bewohnten Welt unbewohnbar machen, mit allen Folgen, die daraus folgen, das nach sich zieht, sowohl für uns als nur vielleicht nicht ganz so hart Betroffene wie die Leute in der Sahara, wo leben oder rund um den Äquator, aber natürlich mittelbar und auch direkt ebenfalls betroffen. Na, das mag ich stimmen. Es ist nur kein Weltuntergang, aber arg nur. Ja, na klar, gibt es Probleme und das mag ja durchaus sein und es ist sicher in vielerlei Hinsicht Änderung notwendig. Also ich glaube, gerade diese Wachstumsgeschichte, das ewige weitere Wachstum und jede Familie braucht noch 5 Autos und was weiß ich, alles, dass das ein Wahnsinn ist, ne? Dass man da umdenken muss und ich glaube aber schon auch, dass man schon Wissenschaft und Technologie, da bin ich jetzt auf Seiten der jener Leute, die also auf die Wissenschaft setzen, ne? Da ist schon was drinnen. Ne? Und natürlich, jetzt sind es 8 Milliarden, für 9 Milliarden, 10 Milliarden, 12 Milliarden wird es eng werden auf dem Planeten mit all diesen Problemen. Aber wie wollen Sie das steuern? Na, Steuern, mein Gott, es gibt genug Rezepte. Jetzt die Überbevölkerung. Genug Rezepte. Na, schau, was hat China gemacht? Was hat China? Kann als Diktatur halt eine Ein-Kind-Familie propagieren und mit vielen Nebenproblemen, wie wir wissen. Und was weiß ich, Afrika, das Bevölkerungswachstum wird man halt irgendwo, sei es durch Hilfe, durch sagen wir wieder beim Wachstum, ne? Weil es geht ja angeblich nur Wohlstand bremst angeblich das ein. Ne? Ja. Wie auch immer, das sind 1000 Probleme, 1000 Strategien, irrsinnig komplexe Nebenwirkungen gibt es bei jeder Strategie. Aber auf das müssen
müssen wir setzen. Ne? Nur da muss ich leider auch Ihren Optimismus ein bisschen bremsen, weil es kaum mehr eine Region gibt auf der Welt, wo das Bevölkerungswachstum deswegen stattfindet, weil man so weit über den 2,1% Kindern pro Familie ist, das zu einem Wachstum führt. Die allermeisten sind in dieser Regionen von Asien bis China, bis Europa, bis die USA, bis Südamerika sind wir in dieser Gegend, außer in Afrika, aber da sind wir auch, gibt's auch ein Sinken. Warum die Bevölkerung, die jetzt so hoch ist, eigentlich immer weiter wächst, ist einfach, weil wir ein besseres Gesundheitssystem haben und alle älter werden. Das heißt, dass mittlerweile nicht zwei Generationen leben im Durchschnitt, sondern überall vier Generationen. Stimmt, das heißt, schon, diesen Bevölkerungszuwachs, den wollen wir nicht rückgängig machen. Wir wollen nicht sagen, da wir uns schlechter medizinisch versorgen, sodass wir mit 70 sterben. Das wäre nämlich die Antwort auf die Bevölkerungsexplosion. Die werden wir nicht geben wollen. Nein, die wollen wir sicher nicht geben. Aber es ist sicher also ein Einbremsen bzw. eine vernünftige Reduktion oder ein Minuswachstum ist ein blödes Wort, aber sowas wird sicher oder könnte zu einer Lösung beitragen. Ne? Weil einfach, wenn 1,5 Milliarden Chinesen jeweils pro Familie drei Autos haben wollen, so wie bei uns, dann wird es eine Katastrophe. Ne? Ich möchte nochmal aber auf das Klimathema hier in Österreich zurückkommen, weil die sind ja extrem enttäuscht. Jetzt sage ich dazu, ich glaube, diese Großdemos von Thunberg und Co. sind noch ein bisschen ins Nichts dann gegangen, weil dann die Pandemie kam und das ganze Thema natürlich extrem verdrängt hat, dann der russische Angriffskrieg. Also da müsste man einmal abwarten, ob man das nicht wieder hochziehen könnte. Aber jetzt in Österreich spezifisch, da sitzen ja eigentlich die Grünen in der Regierung. Die Grünen haben sich ja überhaupt gegründet wegen dem Thema. Wie gibt es das, dass trotzdem so ein Unmut ist und die auch sagen, die Regierung sei völlig säumig und das stimmt ja auch teilweise. Ja, es stimmt teilweise. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist das Unbehagen oder die Verzweiflung, die daraus entspringt, dass es ja auch einen Time-Lag gibt. Sowohl einen Time-Lag, es gibt eine Generation, die das Thema ganz hoch gemacht hat, bis es zu einem konsensualen Thema, und das ist es jetzt nahezu, also es gibt natürlich Minderheiten, die das noch immer abstreiten und die auch... Und dann gibt es natürlich größere Minderheiten, die der Meinung sind, man streitet es nicht ab, aber eigentlich will man die Opfer nicht bringen, die notwendig sind, um dagegen zu steuern. Sozusagen diesen Time-Lag, an dem gibt es Verzweiflung. Ja? Natürlich gibt es jetzt eine Beschleunigung. Es lässt sich halt nur nicht alles machen, wie Sie schon richtig angemerkt haben. Wenn wir jetzt sehr viel mehr in Solarenergie investieren, dann führt das erstens mal dazu, dass es einen Flaschenhals sowohl bei den Gütern gibt, als auch bei den Fachkräften, die sie montieren. Auch da gibt es vielleicht Antworten drauf, aber die lassen sich nicht innerhalb von 6 oder 7 Monaten implementieren. Das ist klar, wir hören jetzt auch schon, dass wir, selbst wenn wir da jetzt weiterkommen, dann wiederum Schwierigkeiten mit dem Einspeisen in die Netze haben und so weiter und so fort. Das dauert halt alles seit Zeit. Wenn ich aber gleichzeitig sehe, dass wir mittlerweile innerhalb von 9 Monaten so viel an nachhaltiger Energie, also sozusagen Windkraft und Solarkraft bauen, wie ein Atomkraftwerk produziert. Mhm. Ja, also dass man alle 9 Monate in der Wirkung ein Atomkraftwerk bauen, ja, das nachhaltigen Strom bietet, dann geht natürlich jetzt schon einiges weiter, aber halt natürlich sehr viel langsamer und langsamer als notwendig wäre, vor allem vor dem Hintergrund, dass man so lange gewartet hat. Das ist ja vor allem, ob das reicht, wenn bei uns was weitergeht. Würden wir in den 90er Jahren stehen und mit dieser Geschwindigkeit agieren, dann hätten wir schon gewonnen. Aber wir haben halt gewartet von den 90er Jahren bis ins Jahr 2020. Würde das auch an anderen Orten dieses Planeten passieren und nicht nur bei uns? Ja, es ist ja auch passiert schon auch. Aber was wir derzeit sehen, bevor wir dann in eine Werbepause gehen, ist natürlich Riesenmaßnahmenpakete, auch mit finanzieller Unterstützung seitens der EU, aber auch der USA. Wird das die Situation bereinigen oder wird das wieder in eine alte Polarisierung kommen? Weil, was ich vorher angedeutet habe, Sie sind nicht unbedingt repräsentativ für Ihre gesamte Partei. Ich bin nur repräsentativ für mich. Nein, abgesehen davon, ob also die USA unglaubliche Mittel einsetzt, um derzeit Klima gegen eine Rezession. Aber Umweltschutz in Europa auch dann das wird in Europa. Also, ist ja eher, dass USA unglaubliche Mittel für militärische Produktion ausgibt. Die USA geben jetzt gerade Riesenmittel frei für die Umwandlung in erneuerbare Energie. Das schafft ja auch Jobs. Ja.
Und dasselbe wird auch die EU machen. Das ist ja zu hoffen, weil die USA ja einer jener Verbraucher oder die US-amerikanische Bevölkerung jene Verbraucher war, die am schrankenlosesten billiges Benzin, billigen Diesel, billiges Gas gehabt haben. Ne? Bei dem Ganzen spielen natürlich ökonomische Komponenten und Komponenten des Gewinnstrebens, der Kapitalmaximierung eine große Rolle. Ne? Wenn ich sehe, dass wir jetzt, zu welchen Preisen wir jetzt Fracking-Gas aus den USA kaufen und so, da machen schon viele Leute gewaltige Geschäfte mit all diesen Dingen. Ne? Aber ich glaube auch, wenn es möglich ist, umzudenken, wenn es möglich ist, auch die Schwellenländer, auch vor allem China, Indien mitzunehmen, in diesen unglaublich riesigen Bevölkerungsmassen, ne, dann kann was passieren. Ob das alles rechtzeitig wird und ob sich Klimawandel, der immer, aus welchen Gründen auch immer, im Lauf der Erdgeschichte stattgefunden hat und weiter stattfindet, ob man das bremsen kann, ob es nicht zu katastrophalen Ereignissen kommt, auch für uns und überall, das ist eh nicht auszuschließen. Da ist der Mensch ja nicht unbedingt Herr des Geschehens, ne? Ohne jetzt auf den lieben Gott oder was zu replizieren oder halt nur auf rein physikalische Entwicklungen. Ne? Damit werden wir leben müssen und auch mit Katastrophen, auch mit Wanderungsbewegungen, die daraus resultieren, das ist eh klar. Das heißt, die Menschheitsgeschichte ist natürlich eine Abfolge von Katastrophen. Ne? Und da werden wir das ewige, das Paradies auf Erden werden wir nicht haben. Das ist leider wahr. Naja, was die USA betrifft, die haben ja diesen Anti-Inflation-Package, wie heißt das genau, hat einen eigenen Namen, das eben bedeutet, dass man investiert in die amerikanische Industrie, aber insbesondere auch im Hinblick auf erneuerbare Energien. Und dass diese aber für amerikanische Unternehmen reserviert sind, um eben auch die konjunkturelle Wirkung in den USA zu haben. Das ist sozusagen jetzt der Streiterei zwischen Europa und den USA, aber an sich ist es eine gute Strategie der Vereinigten Staaten und da können wir uns eigentlich auch einiges abschauen, sofern. Und es hat auch seine Folgen. Also wenn ich mir anschaue, dass die USA in diesem Jahr die Produktion an erneuerbarer Energie das erste Mal die Produktion aus Energie durch Kohle übertreffen wird, ist es immerhin schon etwas. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, beide oder sozusagen das eine stagniert und das andere wächst. Das andere muss, aber die Kohle darf nicht stagnieren, sondern muss runtergehen, ist schon alles klar. Aber es geht wenigstens in die richtige Richtung und in dem soll man uns irgendwie ein Vorbild nehmen. Und ich bin ja ganz bei Ihnen. Die Antworten müssen sein, auf der einen Seite eine Art von Schrumpfung, was den Ressourcenverbrauch betrifft, auf der anderen Seite technologische Lösungen, um die fossilen Energien durch Erneuerbare zu ersetzen, plus auch möglicherweise fantastische technologische Möglichkeiten, dass man das CO2 dann in die Atmosphäre bläst und so weiter. Es wird nicht wirklich den großen Unterschied machen, aber vielleicht auch einen Beitrag von 3% lösen. Und natürlich wird es so etwas geben wie ein Anpassen und auch einen Umgang mit dem Klimawandel. Ja? Also unsere Städte werden heißer werden, also müssen wir es ein bisschen anders bauen, vielleicht den Individualverkehr reduzieren, weil wir den Platz brauchen für Wälder. Ich sage immer so ein bisschen ein Scherz, aber auch nicht ganz ein Scherz. Dort, wo jetzt der Gürtel ist, brauchen wir Wälder, weil sonst wird es zu heiß im Jahr 2040, da sterben die Pensionisten im Gemeindebau, ja? Und zwar die Ärmsten. Das ist eine soziale Frage, ja? Weil die können sich keine Klimaanlage leisten und die haben nicht die Villen in Döbling, wo schön die kühle Luft vom Wienerwald reinkommen. Die sterben dann wirklich, nämlich früher. Das wäre die katastrophale Antwort auf aufs Bevölkerungswachstum, dass die Menschen, die sonst 89 geworden sind, werden mit 82 sterben, weil es zu heiß wird in ihren Wohnungen. Das kann etwas sein. Aber natürlich wird man mit solchen mit dem Wandel leben müssen, aber eben auch das, was möglich ist, aufhalten. Ja, das ist vielleicht das Einzige, wenn ich das mein Schlusswort, was tatsächlich so ein bisschen eine katastrophistische Rhetorik ist, dass man dieses 1,5-Grad-Ziel hat und sagt, wenn es drüber ist, dann geht die Welt unter. Wenn es drüber ist, dann ist man bei 1,6, ist zwar nicht so schön wie 1,5, aber immer noch besser als 1,7. So, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir über das rot-blaue Duell in Niederösterreich weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und nachdem wir über den Klimawandel im ersten Teil geredet haben, kommen wir jetzt auf etwas, das auf jeden Fall in Bälde stattfinden wird, nämlich die niederösterreichische Landtagswahl. Und da hatten wir ja heute auch das Duell Udo Landbauer von der FPÖ gegen Franz Schnabel von der SPÖ. Also die zwei ringen ja um wer die Mikl-Leitner, also die schwarze Landeshauptfrau, mehr ins Eck treiben könne. Aber trotzdem hat man den Eindruck,
dafür, dass die ÖVP in so einer massiven Krise ist, schauen zumindest die Umfragen für beide Parteien nicht so berauschend aus. Naja, es ist ja interessant. Niederösterreich ist halt ein Land, in dem diese schwarzen Strukturen, das kommt von der Leibeigenschaft von früher her. Und ja, sicher, es gibt historische Komponenten, die einfach subkutan weiterwirken. Aber das ist ein so schwarz dominiertes Land. Und die Frau Mikl-Leitner wird halt auch, wie Sie sagen, in der Ecke mit 47% trotzdem mutmaßlich einmal Landeshauptfrau bleiben. Sie trauen ihr 47% oder 45%, wurscht. Also unter Verlust der absoluten Mehrheit, meine ich natürlich, gell? Und die beiden anderen Parteien, die beiden Oppositionsparteien werden sicher zulegen. In welchem Maße wird sich zeigen? Die FPÖ hat natürlich jetzt bundesweit sozusagen einen gewissen Schub, also aus der Bundespolitik, der auch Niederösterreich nützen wird. Die SPÖ, man wird sehen, wie sich jetzt auch dieser Kurswechsel, der in Klagenfurt zumindest angedacht wurde, gerade in der Migrationsfrage, ob sich das auswirkt. Bin sehr gespannt. Die Frau Landeshauptfrau versucht natürlich auch auf diesem Klavier zu spielen, indem sie also strafhaft für Klimakleber fordert, indem sie eine harte Ausländerlinie fährt und, und. Das sind eh die Ansa-Schmähs vor Wahlen, die wir alle kennen. Wie es ausgehen wird, es ist halt wahrscheinlich auch wieder ähnlich wie in Tirol. Also, es wird ein Verlust der ÖVP, aber es wird sich nicht verändern. Das ist meine Sorge. Und vor allem, wenn man den letzten Umfragen traut, könnte der Verlust der ÖVP in Niederösterreich geringer ausfallen als in Tirol und dann natürlich von den ÖVP-Strategen auch ein bisschen zum Sieg umgedeutet werden. In der SPÖ rumort es schon ein bisschen und man fängt jetzt an, die niederösterreichische Landtagswahl, so sagt man es mir, gleichzusetzen mit, wenn der Franz Schnabel aufgrund diesem 24%, die er das letzte Mal gehabt hat, kleben bleibe, also nur minimal dazu gewinnt oder gar nicht, dass das dann die Schuld von Pamela Rendi-Wagner sei. Das sind halt so Parteigeschichten, also Parteilichkeitsgeschichten. Ja. Wenn Franz Schnabel bei 24 oder 25% bieten bleibt, dann ist es die Schuld von Pamela Rendi-Wagner und es ist die Schuld von Franz Schnabel und von beiden. Und da brauchen wir jetzt keine großen Rechnungen machen. Oder vielleicht einer Gesamtsituation, die ihnen nicht geholfen hat oder was auch immer. Ja. Also natürlich sozusagen aus der Perspektive der eigenen Karriereoptimierung versucht natürlich immer jeder, einen schwarzen Peter den anderen zuzuschieben, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht der Punkt. Ja. Außerdem braucht man solche Sachen nicht diskutieren, bevor das Wahlergebnis da ist. Ja. Dann kann man analysieren, was war der Grund. Ja. Aber im Moment, wenn ich das richtig sehe, liegt die SPÖ in den Umfragen in Niederösterreich, bei 24-25%. Es ist ja nicht gesagt, dass das nicht noch besser ausgeht. Ist natürlich auch nicht gesagt, dass es nicht schon schlechter ausgeht. Natürlich würde ich sagen, hauptsächlich ist der Grund natürlich schon der, den der Andreas Mölzer schon angemerkt hat, ich würde es weniger negativ jetzt sozusagen mit der Leibeigenschaft und quasi alles in der Hand haben und traditionelle sozusagen Dominanz der ÖVP über das Land hat. Aber aufgrund der traditionellen Dominanz hat man natürlich den Eindruck, es bleibt ja eh die Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau. Und viele Leute in Niederösterreich können sich gar nicht vorstellen, dass wer anderer sozusagen die Geschicke des Landes führt. Und dann überlegen sie, hat die ÖVP das in Niederösterreich eigentlich ganz gut gemacht bisher oder nicht so gut gemacht? Dann sagen sie vielleicht, naja, ist schon ein arger Filz, aber andererseits stehen wir als Bundesland ganz gut da. Und solange sich die Frage nicht stellt, wird der oder die Landeshauptfrau, kommst gar nicht auf die Idee, sozusagen. Brauchst einen guten Grund, um von der einen wegzugehen und zur anderen zu gehen. Ja? Und wenn ich mir realpolitisch anschaue, wenn die einen in den Umfragen bei 41 liegen und die anderen bei den Umfragen bei 25 und die FPÖ sogar bei 17 oder 18, ja, dann ist ja sozusagen unrealistisch in den Köpfen der Menschen, dass die jetzige Landeshauptfrau ersetzt wird durch einen anderen. Und das ergibt dann wiederum natürlich irgendwie sehr beschränkte politische Dynamik. Ja? Weil, wie wir wissen, Kopf an Kopf rennen, das ist das, was politische Dynamik ergibt. Ja, wobei das stimmt ja nur teilweise, weil in Tirol hat ja zum Beispiel der ÖVP am Ende geholfen, dass alle so gemacht haben, als wäre der Landeshauptmannsessel in Gefahr.
jetzt könnten eigentlich frustrierte ÖVP-Wähler viel leichter Protest wählen, weil sie eben keine Angst haben müssen, dass ja, aber so die Menschen die Landes- nicht, ja. Naja, offenbar schon, denken, wir haben das in sind die besser gesehen. Oder die ja, aber besser. Nicht die Menschen, naja. Aber es reichen ja, wenn 2-3% darum geht es. Darum geht es. Ist ja ausgeschlossen. 2-3 ist ein bisschen wenig, ja, aber... Ja. Na, ich sage mal, oder naja, ein paar Prozent. Halt, ja. Plus oder nicht plus. Ich mein, die Ansage, machen. Du sagst, wenn jetzt ein Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau die absolute Mehrheit verliert, dass also andere Parteien zu einem anderen Bündnis kommen könnten und sagen, wir haben gemeinsam eine Mehrheit, das ist schon möglich. Ich erinnere mich, Sie haben was gegen Geschichte, was? Aber 1988 gegen Kärnten. Ich habe gar nichts gegen Geschichte. Ich muss nur nein, ich sag, einigermaßen akkurat auf die jetzigen Umstände sein. Ja, aber es ist aber kommen Sie zu 1988. Nein, da in Kärnten hat man das auch gemacht. Da hat die SPÖ noch immer die Mehrheit gehabt. Und trotzdem hat also ÖVP und FPÖ gemeinsam den Landeshauptmann eben gekippt und selber gestellt. Das wäre natürlich möglich, wenn man sich traut. Sie haben schon recht, natürlich, denke ich, die haben noch immer 41% und ihr mit eurer 24 wollt ihr da. Ne? Aber es, demokratiepolitisch geht es, ne? Wenn man will. Und ich muss sagen, der Herr Landbauer ist ein interessanter Politiker, zwar Liederbuch stigmatisiert, worüber ich nur lachen kann, ne? Aber interessant. Weil Sie selber aus einer Burschenschaft sind. Nein, ich bin aus keiner Burschenschaft, ich bin Chorstudent, ganz was anderes, aber das erkläre ich Ihnen heute nicht. Ja, doch, aber weiß, abgesehen davon, wie Sie sagen, Burschenschaft, aber mit Migrationshintergrund, der zeigt ja auch in seiner persönlichen Biografie, dass alles nicht so linear ist, wie man es der FPÖ zuschreibt. Ne? Also ich glaube schon, dass der Mann politische Fantasie hat und da eine gewisse Kraft. Vom Herrn Schnabel kann ich das nicht sagen, ob er sich traut, wirklich einen Wandel anzudenken. Ne? Natürlich, wenn er kein Wahlgewinner ist und gerade stagniert, ob man dann die Kraft hat, das ist die Frage. Ne? Das ist klar. Ja, ich weiß nicht. Aber also erst einmal, was ich an Herrn Landbauer gesehen habe, das finde ich bemerkenswert, aber nicht interessant. Also wenn ich mir anschaue, ich würde es jetzt gar nicht wiederholen, mit welchen Begrifflichkeiten er in diesen Wahlkampf... Landespolitiker. Bei der Zuwanderung müssen wir eine neue Stadt gründen und die nennen wir am besten Rape Down. Also diese Art von Rhetorik, ja, das hat er gesagt. Ja. Also ich, mein, ich bin mit offenem Mund davor gestanden. Diese Art von Rhetorik. Aber nicht in dem Sinne, brauchen, Sinn jetzt vertreten. Diese Rhetorik brauchen wir gar nicht. Sie haben den diese Sinn Rhetorik. Jetzt ich habe es nicht verdreht, ich habe es genauso gesagt, wie er es gesagt hat. Wissen Sie, was er gesagt hat, was er gemeint hat? Die Zuwanderung, ja, 100.000 Asylanträge sind so viel, wie wenn eine Stadt schon, gegründet wird. Er will Rape Down eben nicht gründen. Ja, aber alleine die Begrifflichkeit. Ja, alleine diese Begrifflichkeit schürt ein Gegeneinander und eine Polarisierung und einen Hass und stachelt die Menschen sogar zur Grausamkeit auf. Und da stellt sich halt die Frage... brauchen, werden unsere, werden, lassen Sie die Kuh werden, im Stall, werden unsere, nein, na, schauen Sie, lassen Sie den Herrn Landbauer im Stall, das ist das, der Punkt, um den es geht. Der Punkt ist, werden unsere Gesellschaften besser, indem wir auf Gemeinsamkeit und Lösung von Problemen setzen oder auf das Schüren von niedrigen Instinkten. Ja? Aber Sie haben jetzt gerade darauf hingewiesen, bei den Klimaklebern, dass man Verständnis haben muss, wenn man Dinge radikal äußert und sich damit das Bewusstsein, Problembewusstsein aufkommt. Und da äußert sich einer auch radikal oder sagen wir so, sehr drastisch. Und da ist dann auf einmal zu Hass und zu Gewalttätigkeit. Das ist ja übertrieben. Das ist natürlich eine drastische Formulierung, womit man halt auf Gehör hofft, ne? Und das ist das Gleiche. Da kann man das gleiche Argument, das Sie für die Klima genutzt haben, dafür nicht. Also kann man sehr wohl. Sozusagen Menschen, ja, die eintreten dafür, dass wir als Menschheit zusammen besser leben, in einer guten Umwelt leben und damit vielleicht sozusagen quasi sie irgendwo hinsetzen, was ja eh keine große... Ich meine, erinnern wir uns an frühere Protestbewegungen. Irgendwo hinsetzen ist jetzt wirklich nicht das Radikalste, was es gibt. Gleichsetzen. Sie waren noch in einer militanteren Bewegung. Ich war schon noch militanter, viel mehr habe ich auch nicht gemacht, ist irgendwo eingegangen und es ist besetzt. Hey, ich war immer schon ein netter Mensch. Ich bin dann zu den Portieren gegangen und habe gesagt, keine Sorge, wird alles gewaltfrei bleiben. Man hat sich ja auch Sorgen gemacht, was ist, wenn sich der so schreckt. Also, wir haben schon immer uns diese Dinge überlegt. Ja? Sehr gütig. Abbiegt haben wir allerdings. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Das ist doch ein Unterschied zu jemandem, der sozusagen die Gesellschaft versucht zu zerreißen in ein Gegeneinander. Ja? In ein Gegeneinander und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Ja? Das ist doch wohl nicht etwas, was wir
Ich sage nicht, dass es nicht sein darf. Ich sage ja auch nicht, dass es... ich ganz mit Ihrer Argumentation wird es natürlich nie wechseln, dass es Frau Michi weitergeben. Das ist nichts, was unsere... Mit solchen Argumenten können die Roten niemals mit den Blauen und die Blauen niemals mit den Roten. Natürlich kann man mit so jemandem nicht koalieren. Das ist ja völlig logisch. Ja. Weil jemand drastische Beispiele bringt. Ja, komm, das ist so scheinheilig. Setzen Sie andere Leute an ihre Spitze, moderatisieren Sie sich, versuchen Sie die Gesellschaft nicht zu spalten, sondern zusammenzuführen. Dann wird man irgendwann mal darüber diskutieren können, aber so wird man nicht darüber diskutieren. Mit einem Herrn Landbauer kann man eben nicht darüber diskutieren. Ach, sind Sie ein guter Mensch. Herr Ich möchte noch auf ein Thema, weil jetzt auch Kärnten kurz gefallen ist oder rassistische Vorwürfe. Da Sie aus Kärnten kommen, und ich meine jetzt nicht alle Kärntner, sondern Sie können uns vielleicht erklären, was da los ist. Ein Wirt in Kärnten, der jetzt plötzlich erklärt hat, dass er überhaupt keine Araber mehr reinlässt, was nach allen Kriterien klassischer Rassismus ist, wenn man eine ganze Gruppe aufgrund ihrer Abstammung... Das lasst uns SOS Mitwensch wissen, wenn wir sehen, ob es die Justiz auch so sieht. Na, das werden wir erst schauen. Ich kenne den persönlich nicht, ich kenne auch das Gasthaus nicht. Der dürfte halt schlechte Erfahrungen mit Vertretern dieser Gruppen gemacht haben, nehme ich an. Ne? Das ist halt ein offenbar unbedarfter Mensch politisch, der Dinge sagt, die man so sicher nicht sagen kann und sagen sollte, weil er es individuell sagt, er hat mit dem und dem und diese dann, ja, aber ich kann es nicht sagen, aber das ist... Also ich muss da jetzt die Kärntner in Schutz nehmen. Ich sozusagen nur, weil es anarischen Wirten gibt, von dem wir alle nichts wüssten, wenn er nicht sozusagen von oben bis oben durch alle Medien gehievt werden würde, sind ja nicht die Kärntner erstens mal und Kärntnerinnen erstens mal irgendwie dafür schuld. Und außerdem muss man, wenn man sich sozusagen wie heißt das bei Google, die Rezensionen unter seinem Gasthaus anschaut, scheint ja nicht nur Probleme mit arabischen Gästen, Homosexuellen, Wogen und Hippies zu haben, sondern... Muss ich wieder sagen, der hat das extra, also das hat man versucht zu unterstellen mit Homosexuellen und so, also, und das hat dezidiert zurückgewiesen. Okay, gut, er hat gesagt, die Araber hätten sein Personal beschimpft und ein paar so Beispiele. Das zu verallgemeinern ist natürlich... Der Punkt ist, was ich sagen wollte, ist, der hat auch mit vielen anderen Gästen offensichtlich Probleme gehabt, also darunter ist, da stehen so Sachen wie, noch nie so einen unfreundlichen Wirten erlebt, nie wieder Gerrit Dorti, obwohl die Pizza ganz gut ist. Ja? Also, und das waren eindeutig weder, also von der Sprache, weder Araber noch sonst irgendwer. Besonders außergewöhnliche Familie. Also ich werde jetzt demnächst hingehen und eine Pizza essen, das verspreche ich dem jetzt. Sie machen das jetzt aus Solidarität. Ich hoffe, er lässt mir eine. Gibt Araber, auch Tisch? Araber sind sie ja noch keiner und Vogue wahrscheinlich auch nicht. Eher nicht. Aber wir haben schon gesagt, das hat natürlich nicht... Für den Wirten nicht vielleicht zu Vogue. Das könnte sein. Sie haben den Klimawandel nicht geleugnet. Aber grundsätzlich, und ich sage es noch einmal, niemand meint damit die Kärnten. Nein, aber wie glauben Sie, kommt das in Kärnten an? Ich kann nur annehmen, wie es ankommt. Die Leute haben, manche Leute haben ähnliche Erfahrungen gemacht, die haben natürlich Verständnis für sowas, ist klar. Ne? Wobei, wie gesagt, für das Pauschale, das ist einfach nicht vertretbar. Aber individuell kann ich mir schon vorstellen, dass man solche Erfahrungen macht. Ne? Ja, unerfreulich. Glaubst du, dass sowas jetzt Schule machen kann? Dass Wirten keine Gäste mehr haben wollen, es wird nicht unbedingt gut für ihr Geschäft sein. Wird nicht wahnsinnig gut für ihr Geschäft sein. Außerdem wird es nicht Schule machen, weil es ganz klare Regelungen, Antidiskriminierungsgesetze gibt. Jeder, der etwas so dieser Art tut, verstößt gegen Gesetze und wird auch entsprechend bestraft werden. Das wird dieser Wirt auch nochmal erfahren und alle anderen, die auf die Idee kommen, so einen Blödsinn zu machen, auch. Und das wird eine ausreichende, abschreckende Wirkung haben, wie das generell ist bei gesetzesbewährten Verhaltens. Das denke ich auch, dass das die Gesetze... Endlich sind sie auf der Basis der Gesetze, wo sie bei den Klimaklebern nicht sein wollten. Ne? Doch. Diese Menschen übertreten die Gesetze und nehmen in Kauf, das ist eine Verwaltungsübertretung, die entsprechenden Verwaltungsstrafen, die musst du dann zahlen. Das ist halt so. Naja, der wird offenbar, weil der geht auch nicht ins Kriminal. Das wird halt ein bisschen teurer. Das ist auch immer sehr zweispielig. Nein, das wird halt sogar viel teurer. Das kann sein, ja. Gut, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit der türkis-grünen Regierungsklausur weiter und was von dort zu erwarten sei. Ein Befreiungsschlag, ein Turnaround oder doch more of the same? Bleiben Sie dran. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und jetzt geht es im dritten und letzten Teil um die Regierungsklausur, die Dienstag und Mittwoch in Mauerbach stattfindet, wahrscheinlich zufällig in Niederösterreich, wo die niederösterreichische Landtagswahl am 29. Jänner ist, aber nichts Genaueres weiß man nicht. Achtung, Ironie. Und dort will die Regierung Harmonie demonstrieren und demonstrieren, dass alle, die behaupten, dass die nicht gut zusammenarbeiten, in Wirklichkeit die bösen Journalisten oder böse Analysten oder was auch immer sind, die da dauernd so machen, als würden die nicht funktionieren. Wird Ihnen das gelingen oder wie kann Ihnen das gelingen? Naja, es kann Ihnen dann gelingen, wenn Sie zu dem Schluss geraten, dass die Regierung eh schon so unpopulär ist, dass Sie jetzt die notwendigen Maßnahmen auch für die Zukunft, für die Stabilisierung der Ökonomie in dieser Krise, für die Sicherung unserer Energieversorgung, für die Stabilisierung der Teuerung, also sozusagen, dass es nicht weiter aufgeht, aber auch die massiv ambitionierten Ziele zur Bekämpfung der Klimakatastrophe durchführt, ohne zu schielen dauernd auf die Schlagzeilen, ohne zu schielen dauernd auf das, ja, was nützt mir jetzt in der kurzfristigen, im kurzfristigen Kampf um Schlagzeilen und so weiter. Was ja Parteien generell ganz ja, ich meine, seitdem alle Parteien dauernd auf die Popularität. Das sind aber Wünsche ans Christkind vor. Ja, aber nehmen wir uns doch mal die Zeit, mit einem Schritt zurückzunehmen und uns anzuschauen, was eigentlich passiert. Seitdem alle politischen Kräfte dauernd jede Woche auf die Veränderung von Popularitätskurven starren, werden alle politischen Kräfte unpopulärer. Ja? Irgendwann kann ich doch aus dieser Tatsache, aus dieser Erfahrung die nötigen Schlüsse ziehen. Das würde gerade bei einer Regierung, wo es eh kaum mehr bergab gehen kann in den Popularitätskurven, doch endlich mal auch dazu führen, dass man sagt, okay, jetzt tun wir das Richtige und hoffen darauf, dass wir das erklären können. Das wäre zu hoffen. Mehr sage ich ja gar nicht und ich halte es sogar nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie das tun, weil so ganz deppert ist das nicht, so ganz deppert sind sie nicht und sie haben ein paar Dinge zu tun, wo sie sich eigentlich schon denken können, ja, das tun wir jetzt und der Rest ist uns jetzt egal. Mhm. Was tatsächlich bei dieser Klausur kommen soll, zeigen zumindest die Recherchen, ist einerseits das neue Korruptionsstrafrecht, wo gewisse Lücken geschlossen werden soll. Daran arbeitet die Regierung ja auch seit langer Zeit und die grüne Alma Zadic hat eigentlich ein fertiges Paket, aber die ÖVP soll jetzt offenbar doch zustimmen. Andererseits Energiesicherheit, also eh das, was der Robert angesprochen hat, und den starken Ausbau Richtung erneuerbare Energie, wo wir eh wieder am Anfang wären. Wenn das ernste Pakete sind, weil derzeit kennen wir ja nur Überschriften, können die dann auch einen imagemäßigen Wandel schaffen? Naja, es wäre ja schön, wenn es so funktionieren würde, wie der Herr Miesig meint, dass man durch seriöse, problemorientierte Sachpolitik wieder Sympathie auch bei der Bevölkerung erlangt und Respekt für die Politik oder auch für die Regierung. Das wäre schön. Ich glaube nur, dass die Regierung selber oder die Berater der Regierung sagen werden, ja, das stimmt schon, aber in der Kürze werden wir das nicht schaffen vor den Wahlen. Ne? Und da ist halt dann die Überlegung, wie machen wir es? Bundeswahl, naja, meinen Sie? Ein Jahr, ein gutes Jahr. Ja, ist aber nicht so kurz. Bitte, um das Vertrauensdefizit wieder gut zu machen und aufzubauen, das geht nicht in 3 Monaten, Herr Miesig. Das geht mit einer Kampagne gegen ihn schon gar nicht. Ja. Nein, ja, das mag sein. Aber das geht auf jeden Fall, das würde eine Ära brauchen, jahrelang, ne, um dieses Vertrauen wieder gut zu machen und den Respekt vor der Politik. Ne. Darum glaube ich, dass die Versuchung halt doch wieder zu kurzfristigen, eher umfragenorientierten Maßnahmen und medial orientierten Maßnahmen, dass die einfach so groß sind, wir sagen, ja, es hilft alles nichts, schön und gut, aber wir müssen die Wahl überleben oder gewinnen oder erfolgreich schlagen. Ne. Das heißt, ich fürchte, dass trotzdem dieses Denken vorherrschen wird. Die Maßnahmen der Regierung, die also da beschlossen werden, man wird sehen, ne? Korruptionsbekämpfung, Transparenz ist ja ein Thema, das ist alles sehr schön, auch wenn die Beschleunigung für alternative Energien, wenn das kommt, bin ich selber persönlich individuell, würde mich das freuen. Allein, ich fürchte rein taktisch gedacht, dass das alles bei der Bevölkerung, zwar das eine oder andere sagen, okay, passt, aber der Turnaround jetzt, was das Image der Regierung wird das nicht bringen. Ich fürchte, das ist so. Ne? Und ja,
die großen Probleme, schauen Sie, allein, dass die Regierung es nicht schafft, wenn man den Gaspreis, der ist wieder unten wie vor dem Krieg und das mag es gute Gründe geben oder nicht, das kommt einfach nicht beim Konsumenten an. Mit dem Einkauf jetzt kommen, sowieso, ruhig, jetzt ja. kommen dann die Rechnungen, die ersten von der Wien Energie und. Mhm. Sie werden sehen, das wird bei den Leuten, wird sich nichts ändern. Es wird sich bei den Umfragen punktuell vielleicht ein bisschen was, mag die Frau Mikl-Leitner profitieren in 3 Wochen noch, ne? Aber insgesamt bin ich da sehr skeptisch, dass sie für die Regierung das zum Guten will. Das soll natürlich, der Andreas Mölz hat es jetzt ganz zum Schluss so beiläufig erwähnt, aber das soll natürlich auch Rückenwind für die Johanna Mikl-Leitner bringen. Naja, bislang hätte man eigentlich annehmen können, dass die Bundesregierung keiner Landespartei irgendeinen Rückenwind bringt, sondern eher Gegenwind. Und die sind ja auch alle auf Distanz gegangen. Aber glaubst du, wenn sie sich da eben hinstellen und ein paar Pakete präsentieren, und sie haben ja schon einiges gegen die Inflation gemacht, ja. muss man jetzt der Fairness halber schon dazu mal sagen, dass das einen Rückenwind für die Nein. niederösterreichische ÖVP und die Grünen bringen könnte? Nein, das glaube ich wiederum auch nicht, weil das ist zu bald. Also es ist 3 Wochen geht sich in sich so gerade noch aus. Das wäre ja wiederum das Abzielen auf Schlagzeilen. Du machst eine Klausur, dann tust du irgendwie 3 Sachen präsentieren oder eine und die steht dann auf der Zeitung und du hoffst, dass das eine kurzfristige Stimmungsumschwung bringt. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, du wirst keinen positiven Rückenwind der Bundespolitik für die Frau Mikl-Leitner hinkriegen, sondern das, was wir bisher vorher besprochen haben, dass die Frau Mikl-Leitner aufgrund der Umstände so irgendwo bei 41% liegt, vielleicht bei 42% und damit zufrieden haben wird. Ja? Das ist die eine Geschichte. Ja? Was möglicherweise positiv für die Regierung und für die Regierungsparteien ausschlagen kann, wird doch eher langfristig sein, aber durchaus so, dass man nicht sagen kann, was in 1,5 Jahren ist oder in circa 1,5 Jahren. Nämlich, wir nur dran, du hast es schon angemerkt, einiges hat die Regierung gemacht und wie viele Regierungen in Europa sind, haben die auch sehr viel Richtiges gemacht, was dazu geführt hat, dass wir eben nicht in eine schwere Rezession gerutscht haben. Ja? Dass die Nachfrage stabilisiert worden ist, obwohl viele Leute das Gefühl gehabt haben, sie haben 10% ihres Einkommens eingebüßt, dann würde das ja normalerweise zu einem Nachfrageschwund von 10% führen, weil die Leute sparen und den dementsprechenden wirtschaftlichen Krisen. Da wurde ja vielen, vielen Stellen richtig entgegengewirkt. Das will ich jetzt gar nicht gegeneinander abwiegen. Haben die Deutschen was besser gemacht als die Österreicher? Das eine besser da, das andere besser dort. Natürlich haben alle auch Fehler gemacht, aber letztendlich haben alle grosso modo richtig agiert und dann kommt Folgendes noch hinzu. Möglicherweise, wir wissen es nicht, ja, aber es ist durchaus möglich, dass ab März, ab April die Inflation dramatisch sinkt, jedenfalls die gerechnete. Ja? Weil was heißt Inflation? Steigerung der Preise verglichen mit den Preisen von vor einem Jahr. Ja, vor einem Jahr haben sie begonnen zu steigen in Richtung 10%. Mhm. Das heißt, du wirst die Preise ja nicht nominal runterkriegen, aber die Inflation wird dann runtergehen, wenn wir quasi in diese Bereiche von Monaten kommen, wo die Inflation im diesem Jahr schon so hoch war. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass du plötzlich gerechnete Inflationsraten von 2-3% hast, ja. möglicherweise 4, ja. Aber sie wird merkbar runter. Ja, das wollte ich gerade sagen, das muss ja beim Konsumenten ankommen. Ja, gut, aber jetzt müssen wir uns schon anschauen, wir haben einerseits Menschen, deren in den Kollektivvertragsverhandlungen die Einkommen um 7% gestiegen sind, währenddessen sind die Einkommen, die Preise um 10% gestiegen, das ist ein Verlust von 3%, aber jetzt nicht die totale Verelendung. Ja. Manche haben sogar mehr gewonnen, manche auch weniger, manche werden vielleicht jetzt auch gewinnen aufgrund des Arbeitskräftemangels. Das heißt, sozusagen in manchen Bereichen kannst du jetzt wirklich auch in unteren Einkommenssegmenten höhere Einkommen erzielen als vor 10 Jahren. Also wir leben nicht in dieser Katastrophe, sage ich jetzt mal. Und wenn wir dann sozusagen, wenn dann die mediale Berichterstattung ist, Inflation bei 4%, bei 3%, 3,5%, dann hast du ja auch diese Berichterstattung, oh, es wird jetzt deutlich besser, die Inflationsrate macht einen Pfeil nach unten. Das ist etwas, was durchaus der Regierung helfen kann. Zum Abschluss, Andreas Mölzer, ja, aber gleichzeitig, Sie haben es eh schon angedeutet, mit dem Preis, der beim Konsumenten ankommt. Es haben ja auch Branchen die Preise angezogen, die null betroffen waren durch Gas und sonstiges. Die einfach da mitgeschwommen sind in dieser Inflationsrhetorik. Die das mit ausgenützt haben.
werden die Preise denn dann wieder gesenkt werden? Also das sagt ja jeder, auch von den großen Experten, sinken werden die Preise nicht mehr. Es wird nominell, wie der Herr Misik sagt, die Inflationsrate zurückgehen, das ist klar. Aber die Menschen, gefühlt, werden davon wenig haben. Sie werden also auch, gerade im Energiebereich und so, das Sinken der Rohstoffe kaum mitkriegen oder erst mit großer Verzögerung. Das heißt, wir sind jetzt bei der Frage, ob das der Regierung nützt. Darum glaube ich nicht. Und wir leben natürlich in dieser Medienblase. Also in den Medien steht dann eh nur mehr 3%. Das ist dann nicht mehr so schlimm. Die Menschen, die zwar vielleicht 5-6% mehr Einkommen haben, aber 10% mehr zahlen oder bei gewissen Dingen kosten nicht 10%, kosten 50% mehr. Ne? Bei Speiseöl, was weiß ich, die komischsten Sachen, Butter und so weiter. Ne? Okay. Und da ist also die Hoffnung der Regierung oder, wie soll man sagen, die Maßnahmen der Regierung, da wirklich einzugreifen im Sinne der Bürger. Nicht nur der kleinen Leute, sondern aller Menschen. Ne? Die sind nicht so spürbar. Und das wird, glaube ich, politisch auch nicht honoriert werden. Ja, aber ich sage ja nur, dass die Stimmung vielleicht ein bisschen besser wird. Aber wissen Sie was, prinzipiell nur etwas. Das ist, wie Sie sagen, völlig richtig. Die sozioökonomischen Systeme heutzutage in unserer westlichen Welt sind so elastisch, dass der totale Crash kommt nicht. Das wird verhindert. Ne? Naja, so und dadurch gibt es auch nie die Revolution. Da muss schon Richtiges getan werden. Nein, sowieso. Aber gezielt. Und wie Sie sagen, es ist die totale Rezession. Es ist nicht gekommen. Ne? Und das geht, wir haben ja nur 3-4% Vermögensverlust. Aber sie kann übrigens noch kommen, es kann auch alles noch negativer ausgehen, aber wir sollen auch nicht, wir sollen nur nicht aus den Augen verlieren, dass es durchaus auch in okay ausgehen kann. Und was heißt okay ausgehen? Jetzt sage ich es ganz salopp, wann am Ende dieser Krise zwar die Preise um 10% höher sind, aber im Durchschnitt auch die Einkommen von allen um 10% höher sind, dann haben wir das eigentlich ganz gut gemacht und sozusagen in diesem Prozess des Durchwurschelns, der praktisch die Conditio Humana der menschlichen Aktivität ist. Das mag sein, Herr Michel, ich wähle deswegen trotzdem weder ÖVP ja, aber jetzt noch Grüne. Jetzt habe ich eher sozusagen weniger... Ich glaube, der Robert Miesig auch jetzt nicht, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich nicht über die Politspiel geredet, sondern eher, was heißt die jetzige Krise eigentlich für uns alle und als Gesellschaft und als Volkswirtschaft. Gut, dann danke Robert Miesig, danke Andreas Mölzer, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie